Scheiße. Bleib ruhig. Hallöchen, ihr Lieben. Wir fangen heute mit unserem 60. Vlog an, und zwar am Freitag. Nee, wir fangen nicht am Freitag an, wir haben das Intro vergessen, deswegen machen wir das jetzt kurz. Nee, wir haben es nicht vergessen, ich war so blöd und habe auf den verkehrten Knopf gedrückt, deswegen müssen wir jetzt nochmal ein nachträgliches Intro machen. Herzlich willkommen bei dem 60. Vlog. Ja, genau. So Jungs, ich habe die perfekte Aufgabe für euch. Nehmt euch mal den Tim, ja genau, den Hammer. Zwei, also jeder ein. Und dann kommt mit. Ja, komm Felix, hier einschlafen. Ich weiß schon, was er macht. Du weißt schon? Ja. Was denn? Kurz abklopfen. Oh, eine Begeisterung. Ja. Aber das ist richtig. Richtig cool, ich habe das unten alles gemacht. Ja, wisst ihr wie? Was? Wisst ihr wie? Ja. Muss geht ruckzuck. So many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. Now I see, oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. To show it, now my whole world's in motion. I feel like Fred in my neighborhood. Yeah. Call me. Und geschafft für heute. Boah, das war mal wieder was. Ich habe schon lange nicht mehr so schwer gearbeitet. Ihr könnt sehen, Stefan hat die letzte Binderschicht oben hoch gemacht oder die Binderschicht, und die Wand hier drüben mit Hilfe von den Jungs ist endlich weg. Ja, wieder was geschafft am Samstag. Wir packen jetzt alles hier ordentlich wieder zusammen und dann geht's erstmal heim. Am nächsten Tag, da musste es schnell gehen. Ihr seht, Stefan hat nur die Kamera hingestellt, hat nicht gequatscht, was er sonst eigentlich so gerne macht. Deswegen mache ich das jetzt. Ihr könnt sehen, er baut den Heizkörper an. Und ich war echt froh, dass ich so einen schönen schmalen gefunden habe, denn rechts kommt ja die Dusche hin und da wäre nicht wirklich viel Platz gewesen für so einen ganz normalen Handtuchheizkörper. Stefan wollte unbedingt einen haben für die Handtücher. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Heizung haben wir ja, die Fußbodenheizung, aber egal. Es war jedenfalls wichtig, denn der Heizungsmonteur, der die Wasserrohre und das alles legt, der kam dann den nächsten Tag und der muss natürlich wissen, wo die ganzen Anschlüsse hin müssen. Ja, wunderschönen guten Tag. Heute haben wir Dienstag, ein Top-Wetter. Und heute ist mein Plan, solange wie das noch so schön ist, werde ich hier diesen Dreckhaufen wegfahren, weil der kotzt mich erstens an auf dieser mitten im Hof, und zweitens bekomme ich die nächsten Tage wahrscheinlich Granitpflaster geliefert,
Und ich habe so die leise Befürchtung, dass die mich hier jede Minute anrufen und sagen, ja, wir sind morgen oder übermorgen da. Und da mache ich es lieber mit dem Schulmetter und fahre das alles in die Ecke dort hinten rein, weil dort hinten in den beiden Gebäuden ist eh noch Schutt, das kommt da gleich mit dazu, weil das ist extra Müll, den muss ich gesondert entsorgen und nicht so wie den Bauschutt, weil hier alles Mögliche drin ist. Nägel und Eisen und so ein Gedöns. Und deswegen muss ich hier ein bisschen schön machen alles, ein bisschen aufräumen. Und das liegt heute an. Und wenn es dann langsam dunkel wird und kälter, werde ich drinnen weiter Styrodur, beziehungsweise wollte ich heute noch Tiefengrund streichen. Genau, aber das erzähle ich euch dann. So, fertig. Ich schwitze wie ein Schwein. Also nichts geht über einen Radlader. Schade, dass meiner nicht mehr auf der Baustelle, oder meiner ist es ja nicht vom Axel. Den braucht er jetzt zum Holz machen. Tja, da muss man halt mit Muskelkraft ran. Aber wie sagt man so schön, Training. So. Sieht ganz gut aus. So, den Dreckhaufen draußen habe ich weg. Jetzt wollte ich eigentlich Tiefengrund streichen. Und zwar, wir haben noch jetzt das Styrodur ausgelegt und bevor der Fußbodenaufbau kommt, was diese Rolljet und die Fußbodenheizung angeht, muss doch an der Kante noch diesen Randdämmstreifen geklebt werden, damit der Fußboden schwimmt, also schwimmt ist letztendlich. Bei uns ist das ja alles ein bisschen anders. Wir tun ja erst den Fußboden machen und putzen dann die Wände. Normalerweise tut man erst die Wände putzen, dann klebt man schön den Randdämmstreifen an die Wand und dann stößt der Estrich daran. Ist bei uns ein bisschen anders. Hat zwei, drei Gründe, die erkläre ich jetzt, habe ich schon mal im Video erklärt, die mache ich jetzt nicht nochmal. Aber das Problem ist, ich muss den Randdämmstreifen jetzt auf die alten Ziegel hier kleben. Und damit er überhaupt klebt, wollte ich jetzt vorher Tiefengrund in dem Bereich streichen, damit das schön hält. Das mache ich jetzt nicht, das kann die Anne nämlich morgen machen. Ich werde mich jetzt hier mal gucken, ob ich noch ein paar Kabel finde. Ich brauche nochmal 3x1,5 Quadrat für meine Tasterschaltung, die ja jetzt im Bad installiert wird für diese Zirkulationspumpe. Und da muss ich jetzt noch ein Kabel ziehen von dem Zählerschrank unten zu dem Taster in das Bad. Und von dem Taster unten im Bad ein Kabel eigentlich hoch in das Bad, weil dort kommt eventuell auch nochmal eine so ein Taster hin für eine Zirkulationspumpe, je nachdem, ob die Dusche reinpasst oder nicht. Ja, aber weil ich noch gar nicht weiß, wo oben das Kabel hinkommt, muss ich erstmal ein Kabelbündel nehmen und obligatorisch ein paar Meter übrig lassen und erstmal so blind hinlegen, in der Hoffnung, dass der Lichtschalter dann in die, oder der Tasterschalter an die richtige Stelle auch passt.
Mann, haben wir heute wieder ein wunderschönes Wetter hier auf der Baustelle. Macht das richtig Spaß. Im Hintergrund, ihr könnt das ja schon mal sehen, hat man im Winter nicht so gesehen. Jetzt geht man an dem ganzen Mist wieder vorbei. Sieht echt chaotisch aus. Ich bin echt froh, wenn das irgendwann einmal schön sein wird, hier auf unserem ganzen Grundstück. Aber ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viele Jahre das dauert. Oh, hört ihr das? Die Vögel. Land, Luft, Natur, pur. Naja, gehen wir mal rein ins Haus zum Stefan und schauen wir mal, was wir heute machen können. Stefan ist wieder hinten hier am Feuer. Und muss ja hier drin alles schön warm bleiben, damit hier, oh, das kippe ich gleich um, damit hier die ganzen Rohre verlegt werden können. Und dann gehen wir mal ins Bad und hier der schöne neue Heizkörper. Denkt ihr euch vielleicht, warum dieser Heizkörper, warum genau da, wo auch irgendwann mal die Dusche sein wird? Aber es gab wirklich keinen Platz. Nee, also entweder hätten wir uns wirklich einen richtigen Heizkörper unter das Fenster machen müssen. Aber hier hinten ist ja die Toilette, da ist die Wanne, da ist die Dusche und hier in dem Raum ist ja Waschbecken, Schrank, alles und auch hier kann man nichts dran machen. Ja, denn die Handtuchhalter, die ganzen, die sind ja, die haben ja so Norm, möchte ich sagen, so 50 cm sind die ungefähr breit und das sieht natürlich kacke aus, passt doch nicht hin, da hätte man mitten in der Dusche gehabt. Was macht denn der Stefan jetzt hier? Aha, Stefan feuert. Ist das deine neue Technik? Schnell und effektiv. Okay. Ja, dann müssen wir heute noch hier die ganzen Steine hochbringen, Stefan. Stefan, du wolltest hier die Stufe, die Treppe? Ja, ich will meine Granitstufe hier ranbauen. Das heißt, alles wieder zerstören, was ich so schön geklebt habe hier. Aufreißen, wegmachen, vorziehen, reinschweißen. Bist deswegen du selber dran schuld? Ja, Pech gehabt. Ja. Und dann, was hast du gesagt? Irgendein Rand im Streifen. Den hast du hier liegen für mich. Nee, du tust dann vorher, damit der schön klebt, kannst du dich hier mit Tiefengrund ein bisschen verewigen. Tiefengrund, genau. Und zwar hier überall im ganzen Haus, also heute nicht, schaffe ich nicht alles, mit Tiefengrund umschmieren. Yeah. So, letzte Steine. Boah, ey, kann nicht mehr. Aber so verbrennt man nur die ganzen Corona-Kilos. Zack. Was ist denn mit dir los? Hast du dein Revier markiert oder was? Überall. Häufchen sind. Ich habe keine Kondition mehr. Naja, ich habe mir gedacht, bevor ich das hier alles auf den Haufen mache und das dann irgendwann mal den Abgang macht, habe ich das jetzt so verteilt. Schön. Ja. Oder war das falsch? Nee, war richtig. Könnt ihr mal durch unsere dreckigen Fenster gucken? Der Stefan guckt jetzt mal, ob hier Spinnen auf dem Klo sind. Auf unserem Luxus-Dixie-Klo. Kriege ich das hier auf? Erstaunlich, du guckst mich auch keine Spinnen geben, ne? Naja, ist so viel zu kalt gewesen. Die Plane musst du da wieder reinmachen, Schatzi. Warum? Das ist ja so eine Hot. Das ist ein Schwein. Na klar, nehme ich dich auf. Ich weiß gar nicht, ob die Leute schon unser Luxus-Klo gesehen haben. Tschüss. Oh, während die Anne heute fleißig hier im Haus macht, mache ich teils drin und teils draußen. Ich werde heute hier unter mir die Stufe, die ich damals schon so schön eingeklebt habe mit meiner Schweißwanne, muss ich ungefähr 8 cm vorziehen. Hatte ich letztens schon erklärt, damit ich die Kante von der Schweißwanne von drin nach draußen genau unter der Türschwelle habe. Und dann muss ich jetzt wieder alles einreißen, also meine Schweißbahn abfummeln und die Stufe ein bisschen locker machen, demzufolge neu einbetonieren. Quatsch nicht zu lange. Und das mache ich jetzt fertig. Ich hau mich weg. So, wie sage ich immer so schön, Pläne sind dazu da, geändert zu werden. Ursprünglich wollte ich ja diese Granitstufe ein bisschen nach innen setzen,
Also habe ich mir gedacht, gut, ich gehe kurz mit der Brechstange ran, hebel die aus und schieb die einfach nach innen. Ha, denkst du dir? Diese schöne Grillstufe hat eine Auflage von 30 cm. Die haben die Kollegen genau verkehrt rum eingebaut. Hier ist die schöne glatte Fläche, also werde ich jetzt die ganze Grillstufe rausballern und diese Fläche werde ich jetzt hier oben reinsetzen und da passt das genau einwandfrei hier rein. Das Problem ist bloß, ich muss jetzt die schöne Grillstufe hier rauskriegen. Ja. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said, when he yelled all the keys over our head. I lived in that grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me, take me on down the river where the guilt can't find a red-handed sinner, on where the grave can't cry out, 'cause I done wrong. Hast du jetzt eigentlich schon mal erklärt, warum du jetzt doch diese Stufe wieder reinmachst? Weil die Idioten die Stufe verkehrt um eingebaut haben, was ich die vorher gesehen habe. Die haben einen schönen langen Tritt nach unten gemacht. Und weil die aber von der Breite her besser reinpasst als die schöne Runde, da musste ich ja links und rechts jeweils 2 cm vertunneln, mache ich die rein, weil die schöne Runde baue ich definitiv, entweder baue ich sie hier da vorne ein oder hinten bei unserer Terrasse. Also die ist auf alle Fälle nicht umsonst gekocht. Außerdem ist die vom Schloss, da werde ich sie mir im Garten stelle. Da finden wir schon den Platz. Ich wollte gerade sagen. Stefan hat das Ganze jetzt alles in Waage hier gemacht. Jetzt sieht das doch gleich mal viel schöner aus, diese Trittstufe. Das ist natürlich nicht das Endergebnis, aber wir werden mal gucken, wie wir das machen. Entweder werden wir hier unten diese große, wo Stefan gerade drauf steht, dass wir die ein bisschen, weiß ich nicht, ranziehen, das mit Stefan höher setzen. Höher, ja. Ja, höher. Naja, ihr werdet sehen, was wir dann mal machen. Hauptsache erstmal ist die Stufe hier richtig drin, damit wir drinnen weiterkommen. Jetzt passt natürlich die Tür nicht mehr. Oder Stefan, die mal absägen. Fertig. Hi, liebe Leute, heute bei Tageslicht. Ja, und zwar, jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz das Ergebnis von gestern Abend. War ja doch schon relativ spät gewesen. Da ist die gute Stufe, sie sitzt an der richtigen Stelle, auch mit dem richtigen Gefälle und Waage sowieso, passt alles. Ja, das Problem wird sein, hier hinter mir diese große Granitplatte, die muss ich noch auf Höhe bringen, weil der Tritt viel zu hoch ist jetzt. Oder ich tue das mit dieser anderen Stufe, die ich mir versorgt habe, auch noch mal ein bisschen schick machen. Aber das kommt Zeit, kommt Rat. Ich hatte mir mal schon mal so einen Doppel-T-Träger besorgt. Ich glaube, das war sogar in einem Video drin mit Markus, den wollten wir ursprünglich in der Wand einbauen beim Felix oben. Das Ganze konnte man nun doch ein bisschen ändern und brauchten diesen Doppel-T-Träger nun nicht. Jetzt habe ich den übrig und habe schon überlegt, naja, brauche ich den überhaupt nochmal irgendwo auf der Baustelle und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, erstmal nicht. Und bevor ich dieses Ding 10-mal noch anpacke, habe ich mir überlegt, ich werde den oben, und zwar werde ich den oben in die Wand einbauen, und zwar zwischen dem Felix sein Zimmer und Amelies Zimmer, wo eigentlich der Eichenbalken drunter ist. Den werde ich jetzt dort auf die entsprechende oder heute auf die entsprechende Länge sägen. Den baue ich dann dort ein und tue dann über diesen Doppel-T-Träger. Natürlich liegt der auf der Säule und auf der eigentlichen Wand, die bis runter geht, durchgeht, sodass jetzt der Eichenbalken dadurch ein bisschen entlastet wird, weil der restliche Teil von der Wand auf dem Doppel-T-Träger sitzt. Genau, das will ich heute mal versuchen. Ich habe mir eine große Flex und eine große Scheibe mitgebracht. Mal schauen, ob ich den noch durchkriege oder nicht. Tja, da lassen wir uns überraschen. So, jetzt werde ich mir mal die Flex zurecht machen und dann geht das los. Ja, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, um so ein dämliches Stück abzuschneiden. Ich hoffe, dass wir morgen mit dem Robert das Ding dort hochkriegen, wo er hin soll. Ja,
Und zwar, wir müssen diese tolle Bautreppe hoch, ums Eck rum, durchs Nadelöhr, durch in den Zimmer, in das Zimmer rollen. Ja, Radlader ist leider weg, der ist beim Axel, der muss Holz machen. Sonst hätte man das Ding vielleicht durchs Fenster irgendwie reinziehen können oder reindengeln können. Ja, ich habe ihn zwar jetzt, schätze ich mal, naja, vielleicht 10 Kilo oder vielleicht sind es so 12 Kilo leichter gemacht. Ich hoffe nur, dass der Robert morgen Lust und Laune hat und gut frühstücken tut. Ja. So, schauen wir mal. So, wie ihr seht, heute in einem Oldschool-Mobil, und zwar Trabant 601, Top-Gerät. Wir fahren jetzt den Robert abholen. Der Leon kommt, glaube ich, auch mit. Oh, hier die Pampe. Und der kleine Träger, hä? Ja, auf die Schulter oder wo macht man den? Unter den Arm. Unter den Arm. Und ich, warte mal, ich gehe nochmal den Eimer holen. Wenn wir nämlich unter dem Arm haben, müssen wir rechts ein Gegengewicht für die Rückenschule, damit du gerade bist. Sonst zieht sie sehr. Bist du bescheuert? Ich tue doch nie zwei Dinger. Lass ihn nicht mal in den Gurt oder irgendwas. Oh, erst mal hochgerotzt. Warte mal kurz, ich muss noch mal runter, ich habe falsch angepasst. So hier, so muss ich anfassen. Ist nicht schwer, ne? Nee, ist nicht schwer. Dann sag ich doch. Du bist gut, du hast 30 cm abgeschnitten. Ja, das müssen sie. Guck mal, das Stück dort. Obwohl, nee, das sind doch 32 cm. Na los, ein, zwei. Oh, voll durch die Pampe, ey. Warte, langsam. Langsam. So, eine scheiß Idee. Langsam. Oh, das ist eine schöne Wandstufe. Los, gut. Lass die komische los, Treppe wird bestimmt wieder los. Lass erst mal los. Oh, warte. Eins, zwei. Warte. Ich zähle 1, 2, 3. Warte. Ich geh erst mal hoch. Schön zu halten. Jetzt kannst du rumgehen, Felix. Langsam. Oh, auf die Schweißbahn, aber vorsichtig. Ganz so, leise. Scheiße, ja. Ja, mach gleich ein bisschen höher. Ach, die ist drinne. Musst du neu legen. Muss ich ein bisschen Flecken drauf. Ist bloß ein Flecken drauf. Hast du? Eins, zwei. Voll ins Holz, hä? Oh, ich nehme den alleine und das scheiß Stromkabel ist dabei. Die schöne Treppe will die Anne gern behalten. Hat sie zu spät gesagt. Jetzt habe ich einen Lackratzer reingemacht. Naja. Ach, das tut mal spachteln. Das tut mal spachteln, das. Bauschaum. Bauschaum, spachteln. Warte mal, eins. Hey, guck mal, Robert, heb das Thema so an. Ich will jetzt da hier hochkommen. Auf die das Kante. Weiß ich. Ja. Eins, zwei, drei. Ja, wenn ich jetzt die rutsche, die muss höher. Ja, schiebe. Halte. Warte, ich umpasse. Ich umpasse. So, und jetzt halt hoch damit. Ja. Hier kann ich nicht festhalten. Eins, zwei. Oh. Wie bitte? Ja, gucke, ich halte alleine, ja? So ist es immer. Ich mache das mit dir. Na los! Ich muss noch mehrmals spachteln. Scheiße. Bleib ruhig. So mal spachteln. Stufen spachteln. Eins, zwei. Los! Voll in die Mauer. Hoch! So. Dann siehst du. Boah, Ronny, der Rede wert. It's a Monday kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. So, der Träger liegt da, wo er liegen soll. Sehr gut. Das heißt, ich brauche den draußen nicht mehr von A nach B schleppen, wo ich mir gesagt hätte, den hätte ich wahrscheinlich noch 10 Mal angefasst, bevor er irgendwann mal vielleicht auf einer anderen Baustelle landet, weil ursprünglich sollte er woanders hin. Hat super funktioniert. Dank Robert seiner Hilfe, tipptopp. Und ja, wir werden uns jetzt draußen noch mal ein bisschen ans Lagerfeuer setzen mit den Jungs. Der Leon und der Felix sind auch mit dabei. Die sitzen schon draußen.
halten das Feuer schön am Laufen. Und deswegen verabschiede ich mich heute, oder wir, die anderen jetzt gerade zu Hause fleißig Videos schneiden, genau, damit ihr uns sehen könnt. Und deswegen sage ich einfach tschüss, bis nächste Woche, macht's gut.